Im Moment nur Abstand, Ausdruck vom Körper. Linke, rechte Verschwörungstheoretiker, meisten über Neonazis, insgesamt Systemkritiker, Stefan, die Reduzierung der Weltbevölkerung, um die Menschheit mit Mikrochips zu versehen und digital zu versklaven. Verschwörungstheoretiker gibt es auch in den gebildeten Kreisen. One Nation Records. Siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Seh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Illuminati. Shutdown, die ganze Welt steht still. Fick den Lockdown. Alles schlecht verfilmt, durchlebt mein Albtraum. Politik gleich Abschaum, die Wirtschaft taumelt und steht kurz vor einem Knockout. Wacht auf, unterstützt den Aufwachprozess. Geht auf die Straßen, rebelliert, betreibt lautstark Protest. Yeah, haltet Stand, appelliere an das ganze Land. Links, rechts, links, rechts, marschiert und zwar Hand in Hand. Es macht mich krank und ihre Masken sind gefallen. Doch lieber bleiben sie zu Hause und lassen sie's gefallen. Wo bleibt die Zuversicht, das Schlechte hier zum Guten zu wenden? Wer Teil des Widerstands, um für unsere Zukunft zu kämpfen? Um uns im Blut zu ertränken, ist ein Bürgerkrieg geplant. Guck, sie lügen und hetzen, fick den Pyramidenstaat. Viele erhörten meine Stimme tief im Koma und sind aufgewacht. Ey, ihr könnt lachen, über Noah wurde auch gelacht. Siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sieh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Illuminati. Erkennt die Zeichen der Zeit, jetzt hat die Endzeit begonnen. Ein dirigiertes Orchester hält sie weltweit in Trance. Erfolgt die Masseninfo, glaubt mir, hat die Menschheit verloren. Yeah, fick die WHO und gibt Geld keine Chance. Nein, sitzt bei Markus Lanz, redet von Senkung der Geburtenrate. Ziel der NWO, sag, bemerkst du jetzt, was uns erwartet? Suchst du das Licht, liegt es im Spektrum der verfluchten Lage. Wenn du nicht selbstständig denkst, bist du ein guter Sklave. Lügen, Presse, Fake News, fuck, dass die Zensur am Start ist. Massenmanipulation, man hetzt, um mir den Ruf zu schaden. Guck und sie fragen, Willi, bist du ein Nazi? Bin ich links, bin ich rechts, einfach Killuminati? Nein, bin kein Mann der Politik, denn das ist alles nur ein Trick. Sie alle handeln zu verstrickt, sie wie die Schlange uns erstickt. Yeah, suchst du die Puppenspieler, triffst du sie im Hinterzimmer. Elitäre Hurensöhne, pädophile Kinderficker. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sieh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Illuminati. Wir erleben eine globale Krise. Diese Krise kann kein Land allein lösen. Die Staaten müssen zusammenarbeiten und sich der Weltvernunft freuen. Die tolle Weltregierung hat inzwischen einen ganz anderen Klang. Nur sie können heute noch unsere Probleme lösen. Was einst als utopischer Traum galt, entwickelt sich nach den zahlreichen Krisengipfeln mehr und mehr zu einem realistischen Ziel. Die Finanzelite plant die ganzen Kriege für ihre kranken Ziele. Folgt bald die Bankenkrise. Eine Weltwährung wartet, bis all das viele Geld im Wert verliert, um Chaos zu erzeugen. Denn der Deep State will eine Weltregierung. Versucht nicht alles zu verteufeln, nein, wir leuchten und warnen. Heutzutage probiert man anders denken, da ans Kreuz zu nageln. Beleuchtungsphase, habt ne Frage, die sich lohnt. Sagt, dient die Massenmigration als getarnte Invasion? Gott bewahre die Nation. Sie verfolgen strikt globale Pläne, lieber im Stehen als auf Knien. Solange ich lebe, was ich sehe zwischen all den Zeichen und Symbolen, sind okkulte Rituale mit Geistern und Dämonen. Prophet seine Projektion. Nach dem riesigen Blackout bringt uns der Teufel am Himmel ein falsches Bild auf die Netzhaut. Während man still und heimlich eine neue Welt erschafft, verlangt der Teufel Weltherrschaft. Siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du, wie die Welt durch den Viruslamm liegt? Alles gesteuert und geplant, Blick durch die Matrix. Sieh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Illuminati. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie.
Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange an diesem Virus, leben. Die Zeit ist nie so reif gewesen wie jetzt, wenn wir wirklich global denken, dass wir auch global an eine Währung herangehen. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung. Illuminati for wake up, wake up, wake up. So, da sind wir wieder, mit neuer Kamera. Uhu, ich hab den Eindruck, dass das Bild besser ist und größer irgendwie. Also der Winkel scheint größer zu sein als vorher. Die Qualität ist wahrscheinlich ein klein wenig besser. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder hier den Gesprächsverlauf. Das ist jetzt mein Eindruck, aber kann auch täuschen. Und heller sieht's aus. Schauen wir mal. Ja, los, die wilde Schießerei. Danach gibt es demnächst gleich, mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ansonsten geht ja 20 Uhr die Premiere von Tacheles los. Das werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen, pünktlich. Aber ist ja egal, ist ja, kann man ja zurückspulen. Spannend, was es wieder zu erzählen gibt. Aber erstmal eine Runde schießen. Und morgen geht's endlich weiter mit Lesezirkel. Ich wollte heute eigentlich, aber ich konnte mich irgendwie nicht aufraffen. Dann doch wieder ein schöner Schlauch der Tag. Und der Papa musste nochmal ein kleines Mittagsschläfchen machen. Etwas längeres Mittagsschläfchen. Somit ist dann der Zeitplan dann doch wieder etwas knapper, wo ich keine Mäuse zu melken habe am Wochenende, aber ich wollte dann auch in Ruhe machen und angenehm und schön und so. Mal gucken, wann es morgen losgeht. Auf jeden Fall seit langem mal wieder ausschlafen, wenn ich dann schlafen kann. Noch ein bisschen was im Haushalt zu erledigen und dann kann es losgehen. Wird vermutlich ein langer Tag. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich hier noch. Jupp. Schuss.
Wo ich ja wusste, er kommt, aber. Ich dachte, dass er sich dann doch fallen lässt. Über mir oder nicht? Oh, so ein bisschen leiser machen, das ist ganz schön laut. Oh, hört ihr die nicht? Eieiei. Hören, der Typ. Ja! Scheiße. Doch nicht erwischt. Mist. Und die sind wieder alle ab.
Den haben wir wohl erwischt. Dunkel. Auf den Schatten geschossen. Oh. Ich hasse das, ey, wenn das dunkel ist. Die haben mir irgendwie nicht begriffen, dass sie mir mit der Drohne ja helfen sollen. Das ist gerade im Dunkeln hier echt hilfreich, aber naja. Was keiner macht, ist Mist. Lampe blendet. Aber den seht ihr mich schon wieder nicht so richtig. Das ist alles nicht ganz perfekt hier.
plus eine Blendgranate. Mist. Also zu viel, ey. Das war aufregend. Deswegen erzähle ich auch so wenig. Also nicht wundern, ich bin konzentriert. Meine Lieben. Oh, guckt ja wahrscheinlich sowieso keiner zu. Von daher. Später auf YouTube. Ja, gut. Habe ich euch wenigstens was erzählt. Vielleicht guckt sich das da irgendwie an. Da gibt es jetzt zumindest immer ein paar Aufrufzahlen.
jetzt hier die Abschüsse macht, oder was? Alter, ey. Man sieht ihn nicht. Gott, ist das schlecht. Ach, das war ja gar nicht. War gar nicht der von uns. Ups. Oh Mann, ey. Gibt's doch nicht. Jeden habe ich erwischt. Die anderen nicht, war. Doch, beide erwischt. Last one is left of you. Down the hallway. And then left. Out of spawn. Bisschen dazu. Der Name kann auch nervig sein, ne? Dass wir wirklich an einer blöden Stelle sind. Alle die gleichen Kniften. Scheiße, Erbspistolen. Schon wieder ein bisschen der Uhrzeit geschuldet.
First round. Oste. Die letzte Runde ist. Immer denn nicht hin. Dann erwischt's einen natürlich. Fall. Auch personell ganz schön durchwachsen die Runde. Unschön. Und schreibe jetzt hier mal Strom. So, so lange, bis wir verlieren, ne? Oder sagen wir mal, bis wir verlieren oder bis wir die Karten einmal durch haben. Das wäre auch lang genug. Bei 8 Stück. Oder wie viele das sind? 8, glaube ich. Erwischt. Nee. Doch. Hab sie komisch gefallen. Thank you.
Scheiße. Ich hab noch nie gesehen. Washington beehrt uns. Eine Freimaurer. Ah! Doch richtig geguckt. Verdammt. Mist. Der kugelsichere Zaun wieder, ey. Dreh durch. Eine Scheiße, ey. Ich mag diese Dreckskarte aber einfach nicht. Ehrlich nicht. Das ist echt die einzige Karte, die ich überhaupt nicht leiden kann. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil man hier so schnell durchrennen kann, irgendwie, oder weiß ich nicht. Ich mag die nicht. Jetzt hat der blöde Zaun wieder im Weg. Komm her, die Waffe nicht drüber halten. Manometer. Uff. Wenn das auch schon passiert ist, ne? Obwohl ich wahrscheinlich gehabt hätte. Auch nervig, ey. Das war schon wieder zu knapp. Ja.
war krass. Alter Schwede. Knapp vor allem. Engine knapp. Kugelsichere Kabeltrommel, über die man nicht drüber wegschießen kann. Mann! Ach, nur wegen Nachladen, ey. Scheiß. Schon sollte man echt lieber Deckung suchen, glaube ich. Mal trampeln wie ein Geisteskranker, ne? Das ist so eine ganze Karte, Alter.
Ach Mensch, Leute. Dann doch sind wieder einer von da, oder was? Hey. Ne? Ach, vom Dach wieder. Schau, wo ist halt our spawn? It's coming. Schade. Selben Scheiß, ne? Wissen die ja dann irgendwie auch eigentlich schon. Oho. In the dining room. First floor. Wieder. Los, wenn man nur in diesen Räumen gammelt, ne? Die Leute, die hier ständig rein und rausrennen, ey, das ist auch echt nervig. Ich wollte eigentlich vom Bodycam auch mal eine Pause machen, ne? Gestern erzählt, habe ich schon wieder völlig vergessen. Ach, hör auf, ey. One above you. Watch the stairs.
to you. Good job. Other two on the stairs in the middle. Wieder schön im Schlafzimmer gammeln. Jetzt überhaupt schon der letzte ist. Ah, Scheiße. Oh Mann, ey. Projekt Domboid und Dacheles.